In Israel erhält die soziale Protestbewegung immer mehr Zulauf. Gestern Abend haben landesweit rund 300.000 Menschen protestiert gegen die enorm hohen Lebenshaltungskosten in Israel. Was als Zeltlagerprotest gegen hohe Mieten begann, ist nun zum größten Sozialprotest in der Geschichte des Landes geworden. Der unter Druck geratene Regierungschef Netanyahu hat nun Experten beauftragt, die Forderungen der Demonstranten zu prüfen. Wir wollen soziale Gerechtigkeit, skandieren diese Demonstranten in Tel Aviv. Sie protestieren gegen hohe Steuern, gegen teure Lebensmittel, Krippen und Kindergärten, gegen das mangelhafte Bildungssystem und gegen extreme Lohnunterschiede. Vor allem die Mittelschicht leidet. Wir hatten mal die kleinste Schere zwischen Arm und Reich, jetzt die größte. Wir sind weltweit Nummer eins. Wir protestieren dagegen, dass die Regierung wenige privilegierte Familien alles bestimmen lässt. Wirtschaftsexperten kritisieren, der Mittelstand blute aus, weil der Staat Milliarden zahle für jüdische Siedlungen im Westjordanland und für Sozialhilfe für die Ultraorthodoxen. Regierungschef Netanyahu gerät unter Druck. Bei der Kabinettssitzung hat er eine Sonderkommission eingesetzt. Die Kommission unter Führung eines Finanzexperten hört sich Beschwerden und Vorschläge der Demonstranten an. Dann gibt sie Empfehlungen zuhanden des Kabinetts. Netanyahu fügt hinzu, die amerikanische Wirtschaftskrise habe zusätzliche Auswirkungen auf Israel und die hiesigen Proteste. Tatsächlich gab es heute einen dramatischen Kursabsturz von fast 7% an der Börse von Tel Aviv. Für fast eine Stunde wurde die Börse geschlossen. Weil sie den globalen Märkten folgen, sind die meisten Börsen in Israel von globalen Ereignissen betroffen. Dazu kommen noch die sozialen Unruhen hier, die zum Absturz in Tel Aviv führten. Israels Arbeitswoche beginnt am Sonntag. Mit Börsenabsturz und Massenprotesten kein guter Anfang. Es gibt jetzt eine zweite Welle von Protesten für soziale Gerechtigkeit, die Israel erfassen. Dieses Mal ausgelöst von einem Mann, der sich auf einer Kundgebung anlässlich des ersten Jahrestages der Demonstrationen selbst verbrennen wollte. Dies führte dazu, dass sich Tausende von Menschen erneut den Protesten anschlossen. RT's Nahost-Korrespondentin Paula Sleer hat mehr Informationen für uns. Here joins us now with more. Paula, how big are the protests from what you've seen so far? Wie groß sind die Proteste Ihrer Einschätzung nach? Zumindest werden sie immer größer. Das, was wir jetzt erleben, ist, dass das ganze Spektrum wirtschaftlicher und sozialer Sorgen wieder in die öffentliche Diskussion kommt. Und dies geschieht zum Jahrestag, an dem der Proteste gedacht wird, die in den Sommermonaten 2011 begannen, bei denen es zu den größten Demonstrationen in der Geschichte des Landes kam. Zum Höhepunkt der Proteste kam es hier am vergangenen Samstag, als ein ehemaliger Kleinunternehmer versuchte, sich selbst zu verbrennen. Er ist jetzt in Lebensgefahr mit Verbrennungen.
Verbrennungen zweiten und dritten Grades. Er hat zur Begründung gesagt, dass die israelische Regierung ihn buchstäblich seiner Lebensgrundlage und seiner Zukunft beraubt habe. Seit Samstag gab es überall im Lande Solidaritätskundgebungen. Am Sonntag besetzten 2000 Menschen eine Durchgangsstraße hier in Tel Aviv und in Jerusalem kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei vor der Residenz des Premierministers. Von Seiten der Veranstalter dieser Demonstration gibt es die Hoffnung, dass dieser Selbstverbrennungsvorfall erneut Zorn und Leidenschaft erzeugt hat, um die Menschen wieder auf die Straße zu bringen. Wir erwarten neue Proteste für heute und für die kommenden Tage und Wochen. Diese Demonstrationen haben auch einen Bezug zu den Occupy Wall Street-Protesten des vergangenen Jahres. Damals gab es ganz ähnliche Slogans hier in Israel. Die Menschen nennen die jetzigen Proteste Occupy Israel. Und es ist in der Tat der Zorn und die Frustration mit der Regierung und dass sie seit dem vergangenen Jahr so wenig getan hat, um auf die sozialen Probleme einzugehen, und dieser Zorn wächst. Occupy Israel, as indeed the anger and frustration at the government and the fact that it's done so little since last year to address. Gibt es Anzeichen dafür, dass diese Demonstrationen sich zu etwas Größerem entwickeln, zu einer richtigen Bewegung werden? Ganz sicher gibt es diese Anzeichen und wir sehen bereits jetzt die Entwicklung dieser Grundlagen für eine neue Bewegung. Die Menschen hier vergleichen bereits jetzt Moshe Solon, der sich am Samstag selbst anzündete, mit dem Straßenhändler in Tunesien, der sich im Dezember 2010 selbst verbrannte. Viele sagen, dass es diese Akte von Selbstverstümmelung sind, letzte extreme Akte der Verzweiflung, mit der Menschen die Regierung anklagen und direkt verantwortlich machen. Die Netanyahu-Regierung hatte nach den Demonstrationen des letzten Jahres ein Komitee zur Untersuchung eingesetzt. Aber die meisten Israelis meinen, dass die Regierung so gut wie nichts getan habe, sich der Sorgen der Bevölkerung anzunehmen. Die israelische Regierung argumentiert, dass es wichtigere Probleme gäbe. Ein nuklearer Iran, das Problem der Gewalt in Syrien. Aber viele Menschen hier fühlen, dass das nur eine Ausrede ist, um sich nicht mit ihren Sorgen auseinanderzusetzen. Gleichzeitig spürt man, wenn man mit den Organisatoren der Veranstaltung hier spricht, dass die Proteste sich von den wirtschaftlichen hin zu politischen Aspekten bewegen könnten. Und es gibt ja den arabischen Frühling, der nie so richtig hier in Israel angekommen ist, trotz all der Erschütterungen. Und in einigen Kommentaren in der Presse heute kann man lesen, dass dies jetzt vielleicht der Funke gewesen sein könnte, der den Gedanken der arabischen Revolution endlich fest in der israelischen Gesellschaft verankern könnte. Right, Archie's Paula Sleer reporting live from Tel Aviv. Thanks for that. Somebody put fire to something, just like...